Man wird sich ewig daran erinnern, liebe Mitbürger, wie wir an diesem Tag unsere Traumgemeinde fertiggestellt haben. Ocean Palisades, der perfekte Ort zum Leben. Ja! Vielleicht für euch perfekt. Die sind doch noch nicht mal trocken, Clover. Tut mir leid, Mädels, das kann nicht warten. Heißt das, du hast etwas Wichtigeres gefunden als unsere allwöchentliche Maniküre? Ja! Oh? Mein liebes Leben! Das Dating's bumst! Alex, Sam, treff den Liebescomputer. Er wird mir den perfekten Typen finden. Bellissimas. Clover, ich sag's dir nur ungern, aber sowas wie den perfekten Typen gibt es nicht. Und selbst wenn's ihn gäbe, was weiß ein Computer schon über Partnervermittlung? Na, alles. Clover, könnte ich deine Liebesfragebogen haben? Dein perfekter Typ hat blaugrüne Augen, ist stark, aber zärtlich. Künstlerisch, aber mit einem erweiterten Basiswissen von Naturwissenschaft. Kräftig, aber nicht massig, mag Hunde, sein Name beginnt mit einem T, etwas anspruchsvoll. Das bin ich gar nicht. Ich weiß nur genau, was ich will. Her damit, ihr verschwendet wertvolle Minuten beim Date. Hier, Elsie. Der Name deines perfekten Partners ist Niemand. Niemand? Aber du hast mir versprochen, auf der ganzen Erde nach meinem perfekten Typen zu suchen. Das habe ich. Und nada, es hätte jemanden auf Pluto gegeben. Wirklich? Nein, war nur ein Scherz. Ha, ha. Mehr Geld beim nächsten Mal. Warte! Komm zurück! Ich will mein Geld wieder haben! Mann, der Computer hat vielleicht Nerven. Irgendwie erinnert mich das alles an Izaufs. Komm schon, Clover, lass uns zum Salon zurückgehen. Du kannst deinen Kummer bei einer Pediküre vergessen. Ah! Hallo? Weiß Jerry nicht, dass ich gerade mitten in einer Pubertätskrise stecke? Guten Tag, Ladies. Oh, heißes Teil, Jerry. Schön, dass es Ihnen gefällt, denn der Nonplus Ultra 3000 ist für Sie. Oh, wirklich? Der ist für uns? Wie cool! Okay, meine Pubertätskrise ist jetzt offiziell vorbei. Dieses Ding ist ja wohl der totale Jungsmagnet. Wie kommen wir zu der Ehre, Jerry? Einfach nur so. Eine Aufmerksamkeit, um zu zeigen, wie sehr ich sie schätze. Izaufs, wieso erzählst du den Mädchen nicht etwas über ihr neues Gefährt? Wenn es sein muss. Der NPU 3000 ist sprachgesteuert und aus einer Titanium-Legierung hergestellt worden. Er ist geradezu unzerstörbar und, weil er ein Hightech-Unsichtbarkeitsschild hat, ideal für Geheimeinsätze. Was? Ein Unsichtbarkeitsschild? Wie cool! So schade, dass wir es nie benutzen werden, denn unser ganzes Dasein ist darauf ausgerichtet, gesehen zu werden. Und hier finden Sie Ihr Zubehör. Die Lasernagelfeile, Saugnapfsohlen-Gogo-Stiefel, Multifunktionsarmbänder und Turbo-Bungee-Gürtel, ausgerüstet mit einem Lager an hochwirksamen Minibomben. Hervorragend! Übrigens, Ladies, werden Sie Ihr Arsenal nicht brauchen. Es gibt keine Mission. Sie haben am Wochenende frei. Neues Auto, Freizeit? Denkt jemand gerade das, was ich auch denke? Eine Spritztour! Haben Sie sich denn schon ein Ziel überlegt? Das noch unerforschte Land der Dates! Lasst uns losfahren! Nicht ohne mich! Oder mich! Du willst ganz schnell einen Freund finden, aber könntest du vielleicht etwas langsamer fahren? Ich bin das nicht. Das ist der NPU 3000. Das Ding hat anscheinend seinen eigenen Willen. Du musst dich einfach durchsetzen. NPU 3000, fahr langsamer. Ah! Los, Scheibenwischer, aufhören. Kofferraum schließen. Wer gibt denn nun hier die Anweisungen, Sam? Pass auf. Stopp. Geradezu unzerstörbar?
Also, ich weiß nicht. Hey, was ist denn mit dem Rothaarigen passiert? Und viel wichtiger, wo sind wir? Vielleicht ist das ja so eine Art 50er-Jahre-Themenpark. Ja, und das Thema lautet super süß. Geht es den Ladies gut? Also jetzt ja. In diesem Fall willkommen in den Ocean Palisades, eine Modellgemeinde, wie es sie sonst nirgends gibt. Ich bin Todd. Und ich bin verliebt. Ich meine Clover. Danke, Todd. Ich bin Sam und das ist Alex. Entschuldigung, wir haben Ihr Tor ganz schön zugerichtet. Keine Sorge, Sam, das haben wir in einer Sekunde repariert. Wow, ich wünschte, Sie könnten das auch mit unserem Auto so machen. Unser Ort hat wirklich eine super Reparaturwerkstatt. Ich könnte euch so lange unsere Gemeinde zeigen. Dann geh vor, Traumpartner. Ich meine Todd. Weine nicht, Muffy. Wie interessant. Jeder, der in unserem Ort wohnt, springt sofort ein, wenn jemand ein Problem hat. Gut gemacht. Mann, haben die weiße Zähne. Und auch so reine Haut. Wir haben hier einen perfekten Zahnarzt und einen perfekten Hautarzt. Okay, also das wird langsam lächerlich. Läuft hier gerade ein guter Samariter-Wettbewerb oder sowas? Nein, unsere Bürger sind schon von Natur aus freundlich. Eben einfach perfekt. Freundlich finde ich gut. Und auf perfekt stehe ich auch total. Und das Beste kommt zum Schluss. Also das hier ist unser Marktplatz. Ist der nicht perfekt? Ja, cool. Gehen wir doch in die Passage. Was ist eine Passage? Du bist so wahnsinnig witzig. Ach ja? Warte mal. Gibt's hier wirklich kein Einkaufscenter? Wie ist das denn nur möglich? Wer braucht ein Einkaufscenter, wenn es hier einen romantischen Glockenturm gibt? Wieso gehen wir nicht hoch und sehen, was für eine Aussicht man hat? Hoch auf den Glockenturm? Das geht nicht. Das wäre ein Verstoß. Wieso? Ist der denn irgendwie was Besonderes? Ich weiß nicht. Es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Hey, was ist das? Was immer es sein mag, es gehört auf den Müll. Es ist dir verboten, etwas wegzuschmeißen. Es sieht aus wie eine Art Mikrochip. Und es hängt ein rotes Haar da dran. Hey, hatte nicht der Typ, den wir angefahren haben, rotes Haar? Ja. Du musst doch diesen Jungen kennen, der weggerannt ist. Niemand rennt aus unserer Gemeinde weg. Oh, warte, Todd. Wo gehst du denn hin? Nach Hause. So ist's vorgeschrieben. Vorgeschrieben? Es ist doch gerade erst 7 Uhr. Ich sehe euch Mädchen dann morgen. Noch das Gefühl, dass hier nicht alles so perfekt ist, wie es aussieht. Aber total, dieser Ort ist sowas von schräg. Und so dunkel. Verstoß! Ich wiederhole, Verstoß! Irgendwas sagt mir, dass wir etwas zu weit gegangen sind. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu trennen. Sich zu trennen? Aber ich habe mich doch noch nicht mal mit Todd verabredet. Na toll, alle Straßen führen ins Nirgendwo. Ihr habt gegen die Ausgangssperre verstoßen. Ihr solltet jetzt zu Hause lernen. Glauben Sie mir, wir würden ja gerne nach Hause, aber leider ist unser Auto kaputt. Oh, soll das heißen, ihr kommt nicht aus unserem Ort? Hallo? Beverly Hills, sieht man das denn nicht?
Also in diesem besonderen Fall haben wir ein Besucherzentrum, wo ihr die Nacht verbringen könnt. Ich denke, ihr werdet diese Unterbringungsmöglichkeit sicher perfekt finden. Also der Bürgermeister hatte recht, diese Hütte ist wirklich perfekt. Ja, auf eine komische Weise perfekt. Seht euch das mal an. Perfekter Rasen, perfekte Gärten, andere perfekte Gärten wie uns. Diese Werbesendung läuft tatsächlich auf jedem Kanal. Das läuft jetzt sogar im Telefon, was einen Anruf bei Todd geradezu unmöglich macht. Kein Einkaufscenter, kein Fernsehen, kein Telefon. Was für ein Ort soll das hier sein? Wir sollten besser Jerry anrufen. Warte mal, Sammy, du musst doch jetzt nicht den Oberspion einschalten. Ja, nur weil wir in Freakhausen sind, müssen wir uns doch nicht unser freies Wochenende verderben lassen. Ganz genau. Von nun an haben wir nur noch positive Gedanken, wie zum Beispiel, wie toll es morgen sein wird, Todd zu treffen. Oh. Wahrscheinlich habt ihr recht. Nur weil es hier etwas seltsam ist, heißt das noch lange nicht, dass es ein Fall für Whoop ist. Außerdem könnte ich etwas Schönheitsschlaf gebrauchen. Sie könnten unserer Gemeinde Schaden zufügen. Wahrscheinlich haben Sie ja schon die Seelen einiger Kinder vergiftet. Diese Eindringlinge werden am Morgen verschwunden sein und dann ist ja alles wieder total normal. Wer hat Hilfe geschrien? Ich nicht! Hier sieht aus wie der Junge, der aus der Stadt geflohen ist. Was machen Sie nur mit ihm? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann sagen, dass die Zeit, positiv zu denken, jetzt wohl vorüber ist. Sie ist verschlossen. Hier ist auch zu. Sind wir eigentlich Gäste hier oder Gefangene? Keins von beidem. Wir sind Spione. Wo sind die hin? Ich weiß nicht. Aber die haben ihn jedenfalls hierher geschleppt. Ja, genau in diesen perfekten, ekligen Kellerverschlag. Los geht's. Ich will nicht länger kontrolliert werden. Ich will meine eigenen Gedanken haben. Tut mir leid, Süßer, aber deine Gedanken sind einfach zu gefährlich. Red, deine Aufsässigkeit und dein unsoziales Verhalten müssen ausgeschaltet werden. Eins verstehe ich nicht ganz. Sie haben kein Einkaufscenter, aber Sie haben ein unterirdisches Labor? Sieht aus, als ob Sie Red als menschliches Versuchskaninchen benutzen. Hey, der ähnelt dem Mikrochip, den wir gefunden haben. Vielleicht wurde der ihm mal eingepflanzt und er hat ihn jetzt irgendwie entfernt. Scheint fast so, als ob sie ihn wieder einsetzen, damit sie ihn kontrollieren können. Vielleicht gelingt ihnen das aber auch nicht. Lassen Sie das Mikrochip-Implantationsdingsbums fallen und niemand wird verletzt. Ha, ich wusste gleich, als ich euch sah, dass es mit euch Ärger geben würde. Oh, ich zittere schon vor Angst. Oh, wagen Sie es nicht, meinem Sohn auch nur ein Haar zu krümmen. Wir erlauben hier in unserer Stadt keine Aufsässigkeit. Bereitet euch darauf vor, eliminiert zu werden. Eliminieren Sie das hier! Ah! Nicht so schnell, mein Fräulein. Ich fühle mich so... So... Sauer? Betrogen? Verletzt? Nein, perfekt. Na, wohl die Seiten gewechselt. Alex! Warte, wenn sie uns kriegen, können wir sie nicht mehr befreien. Du hast recht, wir brauchen Verstärkung. Halte durch, Alex! Als ob ich eine Wahl hätte. Also, kurz gesagt, dein Dad ist das Gehirn hinter einem fiesen Plan, der überall Teenager in stupide Zombies verwandelt.
Ich hoffe wirklich, dass das nicht unsere Beziehung beeinträchtigt. Ich wusste schon immer, dass irgendwas mit meinem Vater nicht stimmt. Also, hilfst du uns dann? Mann, gibt es viele Tunnel unter dieser Stadt? Ja, scheint so. Ich gehe hier nie runter. Jetzt rechts. Wenn du nie hier runter gehst, woher weißt du dann, dass wir jetzt nach rechts müssen? Todd? Ah! Er hat uns in eine Falle geführt. Jetzt rechts! Ich trenne mich von dir! Er hat euch nur daran gehindert, unsere Welt mit eurem verrückten Benehmen zu verschmutzen. Verschmutzen? Wie? Es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Alex, geht es dir gut? Gut? Mir geht's perfekt. Und so wird es euch auch bald gehen. Hast du eine Idee? Ja, ich habe mich gefragt, ob Todd vielleicht einen Bruder hat. Ich meinte, wie wir hier wieder rauskommen können. Ach, das ist schon geschehen. Wenn ich hiermit endlich fertig bin, werden die uns niemals wieder Ärger machen. Implantationsprozess entkommen. Und jetzt? Wir finden heraus, von wo die Mikrochips ihre Energie beziehen. Es muss hier irgendwo in der Gegend einen Sender geben. Die Turmuhr! Wir müssen sofort darauf! Der NPU 3000! Er kommt, um uns zu helfen! Er überfährt uns eher! NPU 3000! Anhalten! Ah! Wow! Gut, dass er nicht unsichtbar ist! Warte, das ist es. Wenn wir wollen, dass der NPU uns hilft, müssen wir ihm nur sagen, was wir nicht wollen. Dann hört er auf uns. Tolle Idee, Sammy. Etwas verwirrend, aber echt toll. Hier, wir sind hier. Alex, sei still. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. NPU 3000, verfolge nicht die Erwachsenen dort. Hört hier noch jemand ein Auto, das genau in unsere Richtung... Also, wie lautet dein Plan? Wir verbinden die Bomben miteinander. Jede lässt die nächste explodieren. Bomben sind aber hier in unserer Stadt strengstens verboten. Einfach. NPU 3000, fahr keinesfalls auf den Turm zu! Okay, ich zähle bis drei. Eins, zwei, jetzt! Unsere perfekte Gemeinde. Stand hier nicht früher irgendwo mal sowas wie eine Riesenuhr? Wir erklären es dir später. Ladies, Sie haben schon Boshaftigkeit jeder Art vernichtet. Aber einen gemeinen Plan von Eltern aufzudecken, die ihre Teenager in seelenlose Zombies verwandeln, ist etwas ganz Neues. Also sperren Sie jetzt die fiesen Mütter und Väter ein? Nein, das wäre ein bisschen hart. Wir verurteilen Sie zu 1000 Stunden gemeinnütziger Arbeit und obligatorischen Erziehungskursen. Sie waren schon sehr merkwürdig. Ich meine, wer fürchtet sich vor seinen eigenen Kindern? Ja, wer nur? Übrigens, wo ist denn Ihr neuer NPU 3000 eigentlich? Der ist dabei draufgegangen. Wo haben Sie dieses Ding nur aufgetrieben? Bei einer WUP-Auktion, bei der konfiszierter Verbrecherbesitz versteigert wurde. Ach, deshalb war der Wagen so ein Riesenreinfall. Todd? Wow.
Wow, was ist denn mit Mr. Perfect geschehen? Ich weiß nicht, aber Perfektion interessiert mich so gar nicht mehr. Ich will jemanden, der ganz normal ist und süße Gesichtsbehaarung hat. Hey, Clover, wollen wir zusammen abhängen? Oh, klar. Super, meine Band hat heute ihre erste Probe. Sag mal, macht es dir was aus, die Lautsprecher zu tragen? Oh, schade. Ich habe vergessen, dass ich schon zur Maniküre muss. Bis später, Todd. Normal liegt dir nicht, oder? Gar nicht. Also, was machen wir denn jetzt noch am Wochenende? Lasst uns shoppen gehen! Das Thema heute ist der Gebrauch der Sprache in der modernen Liebe. Wie kann man schließlich einem Menschen besser sagen, dass man ihn liebt, als ihm eine verliebte E-Mail zu schicken? Fangen wir mit der Begrüßung an. Lieber so und so. Das war leicht. Und nun müsst ihr eurem Auserwählten ganz genau beschreiben, was ihr für ihn fühlt. Lasst es einfach raus. Lasst die Wörter nur so aus eurem Herzen strömen. Wenn ich es mir genau überlege, kann man seine Liebesbezeugungen doch am besten rüberbringen, wenn man sich ansieht. Bis bald.